sind wir hier aus den Plejaden und wir sind in der Freude und in der Dankbarkeit hier zu sein, in der Kraft dieser Zeit, in der Kraft dieser, ihr sagt, dem Revolution einer neuen Erde, einer neuen energetischen Kraft, die Wirksamkeit durch euch nun sich prägt, auf dieser Blicksicht, dieser Blickwinkelsicht einer Erde, die sich verändert, einer Erde, die sich erhält, einer Erde, die sich besonnt von den einen Möglichkeiten aus der galaktischen Version eines Seins und aus eurer tiefsten Kraft des Lichts, eurer Intention des Lichts in euch, mit euch und um euch. Das ist die Schönheit eines Sehens, eines Erkennens für euch jetzt in dieser Zeit der Neuwerdung, in dieser Zeit der Neugestaltung, in der Zeit des Erkennens in sich die Kräfte der Möglichkeiten und des nun Hinausgebens dieser Sage und sich hinausnehmens. Ihr seid die Träger der Kräfte, ihr seid die Träger der Evolution einer neuen Möglichkeit des Seins und ihr seid gleichzeitig die Lebenden in den Feldern einer irdisch gelegten Strukturierung durch Menschlichkeiten einer Zeit von jetzt, von damals, wie ihr sagt, in eurer Rechnung. Und nun seid ihr die Erkenner, dass das Gesagte und das Gelebte nicht der Kraft eurer Anbindung entspricht. Ihr seid die Erinnerer, ihr seid die Pioniere der Kräfte in euch Erkenner und nun seid ihr, die das hinaustragt in die Schönheit eines Seins, einer Reflexion der neuen Welt, einer Reflexion der Neuwerdung. Nun, was geschieht in diesem einen Moment ist dieser Tanz der Kräfte in euch und mit euch und um euch. Ihr seid die Tanzenden in der hellen Seite, ihr seid die Tanzenden in der graueren Seite der nicht mehr so Farbgebung in euer Leben. Ihr seid nun die Wandler zwischen diesen Möglichkeiten eines sich entscheiden müssen in jedem Augenblick. Ihr seid die Wandler des sich selbst Entscheidens über eine Wandlung oder über die Gleichstellung und die Gleichbleibung. Doch da ist nicht das, was getan werden kann. Es ist nicht das Stehen, das getan werden kann in eurer Zeit. Ihr seid getrieben in euch durch eure Kräfte der energetischen Anbindung und des Erkennens in jedem Tage etwas mehr, in jedem Tage etwas stärker. Ihr seid die immer wieder stärker Erkennenden von dem, was ihr in eurer Resonanz hier erkennt oder von dem, dass ihr nicht mehr in der Resonanz seht. Ihr seid die Versteher jetzt, ihr seid die Spürenden und die Erkennenden und die Sehenden, was geschieht hier und ihr seid hinaus katapultiert aus Welten der alten Strukturierung durch diese reine Öffnung eures Seins in die hochenergetisierte Version eines Möglichen und nun trauert ihr. Ihr spürt eine Art Trauer durch das Verlassen der gelebten, strukturierten Felder, die ihr kennt. Ihr spürt dieses sich Wegziehens in neue Welten und seid da noch nicht angekommen. Nun gut, da ist diese Klarheit darüber, dass ihr nun lernt, in eurer Resonanz zu leben. Ihr seid die Resonierenden in der Welt eures Seins und nun lest ihr eure energetische Formulierung
durch diese Freudeskraft des Resonanzprinzips oder des abstoßenden, niederschwingenden, das ihr hier verlasst. Und nun lernt ihr immer stärker in diese Kräfte hinein zu gleiten und euch zu entscheiden für die Kräfte der Freude, für die Kräfte der Resonanz, für die Kräfte des Glaubens an eure innerste Version eures Seins, die resoniert und die euch den Weg zeigt. Und nun seid ihr die Mutigen und Schreitenden in die Richtung eures Herzresonierens immer stärker. Und ihr verlasst die alten Wege und Pfade und trauert etwas vielleicht noch nach. Doch ihr seid die Lebenden in die Richtung des Lichts, in die Richtung der Leichtigkeit und in die Richtung der Schönheit einer Darstellung des lebendigen Menschlichen in dieser Möglichkeit eures Seins. Und so schreitet ihr voran. Ihr seid mutige Schreiter und ihr hört noch einmal hier aus den Plejaden, dass ihr diesen Weg nicht verfehlen könnt. Ihr spürt das aus dem Resonieren eurer Herzfrequenz in die Freude, in die Kräfte des gelebten Freudigen. Und das tut ihr immer und immer stärker. Und so seid ihr immer mehr hinausgenommen aus alten Feldern. Und seid nicht irritiert über die Möglichkeit eines Nichtverstehens oder eines nicht mehr verstanden Werdens. Seid nicht irritiert. Lasst euch nicht abbringen von den Wegen der Resonanz, wenn etwas zweifelt in euch oder um euch. Es ist immer der Weg der Resonanz, den ihr beschreitet in die Freiheit, den ihr beschreitet in die Liebeskraft und in die Freudeskraft und in die Stärkung eurer Version des gelebten Lichts in einer menschlichen Hülle. Das ist eure Kräftigung. Das ist die stärkste Möglichkeit eures Seins in dieser Frequenz dieser Erde. Und das ist die Schönheit. So lebt das in der Freude. Bleibt in der Treue mit euch und in der Resonanz mit euch und seid in der Mitfühlsweise einer gelebten Version für alles, was ihr seht, das nicht eurer Resonanz entspringt und das ihr begleitet dennoch in einer Art Beobachtung oder in einer Art Distanz des gelebten Nicht-Umarmens, des gelebten Schauens bloß und des gelebten Mitfühlens. Es ist nicht das, was getan werden muss, sich immer und immer und immer in den Feldern des Nicht-Resonierens zu verbringen. Und nun gibt es eine Möglichkeit des sich selbst Wandelns in die Resonanz eines Feldes und nicht sich hinzugeben in die niedere Frequenz. Nun gut. Wie kann das verstanden werden? Es ist die Einfachheit hier zu erklären. Du lernst die energetische Version deines Seins immer stärker zu lesen in der Resonanz, in der Kraft der Widerspiegelung deines Lebens, deiner Sehensweise auf die Dinge noch einmal. Und so kannst du immer stärker lesen, was du hier hinausträgst in diese Welt und was du hier an Frequenz hinausgibst in diese irdische. Und nicht immer ist es die Freude. Und so lerne das zu lesen aus der Kraft deiner Widerspiegelung, dass du das wandeln kannst. Du kannst es erkennen in der vielleicht niederen Formulierung eines Seins, einer Situation oder einer Begebenheit mit einer Menschlichkeit. Und du liest die Kraft dieser Energie des Zusammenseins aus der Perspektive eines sich inkarnierten Lichtanteils.
und des sich Wiedererblickens durch diese Filter einer menschlichen Hülle. Und so schaust du auf die Kräfte der Situationen oder der Menschlichkeiten und du siehst diese eine Filtration noch einmal und du spürst, was hier noch weggeschwemmt werden kann durch die Kraft der Liebe und durch die Kraft der Großartigkeit des Verstehens, der Liebe und der Kräfte der Kreation in dir und durch dich. Und so sei die lebende Frequenz und Erkennerin und Erkenner immer stärker in diese Kräfte des Verstehens und in diese Kräfte des Neukreierens von Situationen, des Neu-Hineinschwingens in Situationen, Frequenzen oder in Begebenheiten, die dich anleiten in deine Kräfte und immer stärker in deine Kräfte zu gelangen. Nun gut, was ist die höchste Version? Es ist die Freude, es ist die Anmut eines Seins, das du hinausträgst in der Kraft der Liebe und in der Kraft des Verstehens, dass alles Geschehene hier in dieser Kraft der Resonanz steht und in den Kräften der Widerspiegelungen. Und so erkennst du, alles ist in dieser Kraft deines Seins eingebettet, immer stärker dieser energetischen Kraft eingebettet. Und du lernst hier nicht zu urteilen, du lernst hier hinzunehmen und du lernst hier diese Kraft des Hingebens immer stärker, ohne dich hier zu belangen von anderen. Du bist die Kraft eines Seins und wenn du dich hingibst, gibst du dich bewusst hin und nicht auf den Knien. Du sagst, ja gut, da ist das Gesehene, da ist das Gefühlte, da ist das Gelebte und du sagst, ja gut, ich kreiere das neu in meinem innersten Sein, sei das gelebte Licht noch weiter gestärkt und weiter hinausgetragen in diese Form der persönlichen Verbundenheit mit dieser Menschlichkeit oder mit einer Situation, einer gelebten deines Seins. Nun erkennst du, alles ist Reflexion, alles ist die Kraft deines Hinausgebens, wie du das nimmst und wie du dich hingibst und alles ist die Kräfte. Da ist diese kräftige Widerspiegelung deines Seins und Erlebens und so kannst du dich neu orientieren, du kannst dich erblicken immer und immer und immer, immer in jedem Blick deines Auges erkennst du dich wieder, wie du es nimmst, das, was du siehst und was du erlebst. Und so erkennst du dich und nichts als dich. Alles ist in dir und alles ist von dir gegeben in die Kraft des energetischen Feldes. Und so nimm und schau und so gib und sei in der Liebe und in der Freude dabei und mit dir. Du bist das Höchste hier und du bist das, was hier das alles generiert und erkennt und du nimmst es in die Kräfte deines Höchsten und so kannst du es wandeln, alles, was du hier siehst. Und dann ist hier die Frage immer und immer stärker des gelebten Irdischen in dieser Verbundenheit dieser Erde, die menschlichen Verbundenheiten in dieser Erde. Wir sagen hier als Sprecher eines Seins aus dem Licht der Plejaden, dass das hier die Kraft deiner gelebten Version in diesem Felde deines holographischen Prinzips ist. Du hast nicht zu schauen, was geschieht dort oder was geschieht da oder was geschieht hier. Alles ist in dir und alles ist gelebt in dir und um dich und so pflege dieses eine und pflege dieses eine und schau nicht weiter für diesen einen Moment. Das ist, als würdest du diese eine Stufe überspringen, einer Treppe
versuchen zu springen, und das kann dich stürzen in die Kraft eines Niederen. So nimm diese Stufe eine und eine und eine, und so lebe dein Licht in deinem Feld, in deiner holographischen Strukturierung, und deine Horizonte öffnen sich des Weiteren. Deine Reflexionen öffnen sich des Weiteren in weitere irdische Felder, die du da beleben kannst in einer späteren Zeit deines Seins, wenn du kräftig und stark bist, dieses weiter hinauszunehmen in eine weitere Strukturierung des Erkennens, dass du das alles bist, auch das gelebte irdische, vollumfängliche, auch das galaktische, vollumfängliche, gelebte bist du. Doch das ist jetzt zu viel des Gesagten. Du lernst in der Kraft deines Seins, in dem Jetzt, dass du belebst, als diese Menschlichkeit deine höchste Formulierung hinauszugeben und zu leben und dich zu reinigen, immer stärker zu klären in die Freude und in das Prinzip der Freude, der Resonanz und des gelebten Mitfühlens der Welt, damit du nicht diese Überheblichkeit eines Seins erlangst, das gesehen ist, so vielfach in dieser egoistischen, irdischen Gegebenheit der Strukturierung in dieser einen Version des Jetzt. Doch nun wandelt sich das. Ihr seid die Erkenner, dass nicht das Ich das höchste hirngestaltfähige Wesen ist. Es ist das Ich Bin, das Höchste und das Gelebte. Und das ist das, was erkannt wird. Jetzt in dieser Zeit der Ruhe, des Friedens, des Gelebten sich zurücknehmens. Das ist die Kraft der Kräfte, die wirkt in diesem einen Moment der Gelebten. Auch wenn sie euch hier in die Kraft des Bewusstseins nimmt, ihr seid Mensch und ihr seid immer Mensch und ihr bleibt Mensch. Und ihr werdet das doch jetzt wandeln in die Leichtigkeit und euer Sein in die Leichtigkeit transformieren, der Freude und das Gelebte hinausgeben und andere damit in die Freude nehmen, die euch hier begleiten. Ihr seid die Liebe hier und ihr seid die Kraft der Kräfte hier. Gibt es hier weitere Fragen? Nun gut, die Fragestellung ist die gelebte Ich-Bin-Situation, die Ich-Bin-Situation. Ihr seid gefordert, jetzt in die Kräfte zu nehmen, was das ist, das gelebte Ich-Bin. Und so seid ihr in der Bewusstwerdung darüber, dass das ist, was hier getan wird und das getan werden soll. Ihr seid die Frequenz der Lebenden hier, der Versteher einer Formulierung der Möglichkeit eines Seins hinausgetragen in diese irdische Kraft. Und das ist die Schönheit und das ist das, was ihr hier erkennt, die Hörenden. Und alles, was niederschwingt, ist die gleichsame Berechtigung eines Seins. Alles, was hier diese Resonanz nicht weiter treibt in euch, ist die gelebte Seinsform einer möglichen und eine wichtige Trägerin des Auferstehens, eine wichtige Trägerin des Erkennens und des Wiedererkennens von dieser Kraft des Lichts. Das ist das, was gesagt werden muss. Es ist nichts weiter des Negativen. Es ist nichts weiter des Schlechten. Alles
alles ist gesehen als das Prinzip des Höchsten, des möglichen Erkennens immer und immer. Und das ist das, was jetzt erkannt und gelebt wird. Nichts mehr wird hinabgetrieben über die Gedankenkraft in eine Negativität. Alles ist gesehen jetzt als eine höchste Formulierung deines Seins und des Erkennermöglichen. Es ist das Erkennermögliche, wenn du etwas niedrig Schwingendes entdeckst, sei in der Dankbarkeit darüber, dieses Erkennen und Erleben zu dürfen, damit du die Kräfte deines Seins neu orientieren kannst, neu hinausgeben kannst, neu ausrichten kannst in die Form deines gewünschten Erkennens. Du bist die höchste Formulierung, du bist die Frequenz deines Seins und du bist Erschafferin und Erschaffer deiner Möglichkeiten. Und so erkennst du, was ist Sache in dir. Und deine Hirnfunktion ist diese Präsentation eines möglichen Negativen. Deine Hirnfunktion ist die Kraft des immer wieder dich Erniedrigens. Und so sei das noch einmal gesagt, dass du diese Freundschaft schließt mit deiner Hirnfunktion in der Freude und in der Liebe und in der Dankbarkeit darüber, dass das getan wird über diese Funktion und du das erkennen kannst, was du hier als Negativität erblickst. So sei es gesagt und so erkenne die Freude und die Liebe darin in jedem einen Moment und sei nicht in der Traurigkeit oder sei nicht in der Urteilsweise deiner Kräfte und sage, ja gut, ich muss das sein oder ich muss das sein oder ich muss das tun. Nein, du bist diese Bereitschaft des Erkennens und das ist getane Arbeit bereits. Es ist die Kraft deines Erkennens, deines Seins, das jetzt erlebt wird. Es ist weniger die Kraft eines sich hinausgebens in einer Form des sich hinausgeben Wollens, vielleicht über die Hirnstruktur. Jetzt ist es die Zeit des sich hineinnehmens und des sich hineinklar werdens über die Kräfte, die dir die höchste Möglichkeit hinauslockt des Seins, die dich hier diese Kräfte aufzeigen in der vielleicht, du sagst dem Negativität und du erkennst sie und sagst, ja gut, da ist diese Kraft und nun richte ich meine Frequenz neu aus auf die Schönheit dieses Seins, auf die Schönheit dieser Möglichkeit und so bist du immer stärker in dieser Freude und du lernst diese Übungen immer stärker in dich hineinzunehmen und du erkennst in der Schnelligkeit deines Erkennens und Erblickens, ja gut, das ist jetzt diese Möglichkeit der Sichtweise über eine Hirnfunktion. Es ist nicht die Realität, alles ist die Illusion. Was nicht deiner Herzfreude entspricht, ist eine Art Illusion, gesehen noch einmal aus einer anderen Zeit oder aus einem anderen Winkel deines Blicks. Du bist die Freude und die Kraft der Liebe. Und nun schaust du auf das, was ist, und du nimmst dich hinaus, immer stärker aus Feldern des Nicht-Freudigen, des Nicht-Lieblichen, des Nicht-Tragenden deiner Frequenz in die Freiheit, in die Kraft deiner Gesundheit. Das ist auch zu sagen, die Kraft dieser Körperschaft entspringt deiner höchstmöglichen Resonanzform, deiner Herzfrequenz. Und so sei es gesagt, dass du diesem Schutze entsprichst, wenn das gelebt ist und wenn das erkannt ist und nichts verurteilt wird, alles wird genommen in die Kraft des Sehens und Erkennens und es ist hier bereits die Wahl getroffen, in die Freude und in das Lichte, das zu transformieren durch deine innere Ausrichtung, durch deine innere Fokussierung in die Lichtanteile, in die Kräfte deiner Freude und in die Kräfte deines höchstmöglichen, liebevollsten Seins, einer Anbindung, die du hier inkarniert als gelebtes, strukturiertes Wesen
Wesen mit dir gebracht hast. So sind wir in der Freude, diese Durchsage getan zu haben, hier zu sein aus dem Licht, aus den Plejaden. Wir sind in der Freude, dich hier zu begleiten, dich hier in der Information zu begleiten und in der Freude der energetischen Verbundenheit die Kräfte zu aktivieren, deines Seins in die Kraft der Liebe und der Freude. Alles, was dich hier in dieser Resonanz schwingen lässt, ist dein Weg, ist deine Kraft, ist deine Freude, ist deine Gesundheit, ist deine mögliche Willensweise aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt hier inkarniert. So lebe das, was du dir in dieser Zeit des gelebten Lichts auf dieser Erde wünschst. Und du bist begleitet und du bist in dir ruhend, in der Kraft deines Seins immer und nie verloren. In dieser Zeit des Wechsels in neue Welten, in dieser Frequenz. Ihr seid eine kollektive Energie, die sich hier wandelt mit dieser Erde. Und so seid ihr die Schauenden auf eine neue Zeit. Und ihr lebt diese Funktion immer stärker und stärker in euch und mit euren Liebsten. Und so verbindet ihr euch und ihr spiegelt eure Kraft immer stärker, damit das hier immer stärker trägt in dieser Frequenz eines Seins, das gewählt ist aus seiner innersten Kraft. Noch einmal gesagt, ich bin Arctos, Sprecher dieser plejadischen Energie aus der Liebe und aus der Frequenz des Leichten, des Lichten. Und so sei diese hier noch einmal wiedergegeben in der Kraft eurer gelebten Liebe und in der Kraft eures gelebten Erinnerns immer stärker in eure Präsenz des Seins in dieser menschlichen Hülle. Wir danken aus dem Licht, aus den Plejaden. Ich bin Arctos.